Jawohl, ja! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Shenmue 3. Wir sind auf der Suche nach den roten Schlangen und vielleicht noch zwei, drei Chobuchan. Denn mehr brauchen wir nicht mehr, denn genau. Wir haben so gut wie alle Chobuchan, dann können wir endlich mit der Story ordentlich weitermachen. Junge, wo sind die Chobuschlangen? Wo sind die Chobuschlangen? Oh, hast du vielleicht sogar einen gefunden gerade? Kommt die Zeit, die Nacht bricht rein. Ach so. Sushi Heaven. Harem? Der Sushi Harem. Was sie gesagt haben. Aber siehst du, dann ist in dem Casino und sowas alles in dieser großen Spielhalle wirklich kein Chobuchan mehr. Aber du bist dir sicher, dass da einer ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einer ist. Da oder in dem Raum daneben. Vielleicht gibt's bei anderen, bei späteren Pornshops, dass du da andere Chobuchan abgeben kannst. Das kann sein, ja. Kann sein. Ich weiß es halt nicht genau, aber... Ich auch nicht. Wäre ja möglich. Also gibt es jetzt später noch einen irgendwie so ganz viele Marktstände, wie hier zum Beispiel, wo du dann auch noch Chobuchan findest, oder waren wir hier schon mal? Hier waren wir schon mal. Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob das das war oder nicht. Is that really all I get? Ne, die werden verfolgt und die machen... Better, Moment, was? Was macht der denn hier? Und du fragst dich, warum wir ihn nicht anrufen. Oh nein. Please, sir, give me a break. I've got a business to run. I can't believe how stingy you people are. Ren? Huh? Jeez. Ren! Oh, for crying out loud. What are you doing here? Can't you tell? I'm buying some chow mein. This is no time for jokes. There you go with that scary face again. What the hell are you doing in Niawu? You remember hearing Zhu Yuan Da's story back in Kowloon? About what? Treasure. I'm talking about treasure. Er hat ihn aber auch Julian da genannt, nicht Yandazu. Die machen, was sie wollen. You. I'm gonna walk around some more. See ya. Und woher weißt du genau, dass du herkommen musst, Ren? Das ergibt gar keinen Sinn. Could pass for a red snake. Dieser Ren in die. Ja, dann ergibt das wirklich tatsächlich Sinn. Aber jetzt hockt er hier einfach auch in diesem Gebiet rum. Was zum... Tja, so kann's gehen. Ich meine, die müssten ja hier lang gerannt sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich wirklich so gar nicht. Unzertrennlich. Unzertrennlich. Unzertrennlich, ja richtig. ja. Ich verstehe schon. Pardon me. Schildkrötenrennen. Unzertrennlich. I have a question. I'm trying to find Blossom Road. Look, I'm not a tour guide. Talk to me if you want to race turtles. Musst du jetzt wieder zurückgehen, wo die gesoffen haben und alles nochmal neu machen? Ja, anscheinend. Weil du zu langsam warst. Nein, zu viele Anläufe gebraucht. Das wär's ja. Ach, die sind dumm, die gehen bestimmt wieder an den genau selben Punkt einfach zum Saufen. Die war doch auf dem Magazin drauf. Chobo. Ja, das kann sehr gut sein. Verrückt. Mit ihrem tollen Shop. Ich meine, die Hotelinhaberin ist auch vorne drauf. Ja, gut, die samt ist ja Lockenwicklern. Auch Klassiker. Also. Kahuga, sag ich dann. Ja, richtig, aber richtig Kahu. Wenn du verstehst. Was, ja. Ja. Na gut, dann geht's zurück. Dann können wir zumindest. Stunde Zeit. Können Shenmue Bescheid sagen oder was willst du jetzt machen? Nee, ich geh jetzt da hin und hol die Karte. Welche? Die Chobuchan-Karte. Zumindest wollen wir ja zu Blossom Road, vielleicht passiert da noch irgendwas. Ja, das stimmt. Und wenn nicht, haben wir zumindest dann die Karte für den Move. Wir wissen ja jetzt zumindest, welche Läden wir noch brauchen. Wir brauchen den Burgershop. Ja, wir brauchen noch irgendwie diesen einen Blossom-Laden irgendwas. Also einer, der irgendwie sowas ähnliches heißt. Ja. Oh, was waren das noch? Blossom Soul und... Ja, irgendeins mit einem alten Mann auf jeden Fall. Eine alte Person auf jeden Fall. Don't you dare close your eyes. Save Shenmue... What? Save Shenmue? Stan Lee?
Ja, gut, ich glaube nicht, dass es Stan Lee ist, aber wir hatten auch schon Mads Mikkelsen, also. Ja, das stimmt. Das ist alles möglich. Ah ja, stimmt, hier links kamen wir ja noch gar nicht rein. Ist das das Sinful Buddha? Das ist ja, ja, Tatsache. Ja, wir müssen jetzt hier uns beeilen. Soul of Buddha. Ist so ein kleiner Mann. Da, da links unten am Fuß, dachte ich. Nee, das da, ist da, aber so da, aus, da, 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 da. Hier ist er doch. Schgibidabi, Schgibudam. Das ist ja der einfachste von allen. Soul of Buddha. Ah ja, im Endeffekt sind es ja noch hier der Laden dann und dann der da hinten noch. Excuse me. Huh? I'm trying to track down the red snakes. Could you tell me Red Snacks. Er sagt nicht mal Snakes, er sagt wirklich Snacks. They just eat for free and call it a protection fee. They do this all the time. That rhymed. Yeah, whenever and wherever they feel like it. They're as vile as they come. I heard they got revenge. Whenever they feel like it, then the man owns the steer. Juan. Ach ja. So, du hast noch eine halbe Stunde. Komm. Wasting Dinner. Bustling Diner. Genau. Nein, hier hinten ist Shaolin Supply und irgendwas mit Liquor Heaven. Liquor Heaven war auf jeden Fall. War dabei, ja? Ja, ja. Liquor Heaven auf jeden Fall. Da bin ich okay, 100% sicher. Der Laden, ja, der ist Oh, shit. Der ist, ja, der ist auch der Laden. Ja, genau. Scheue ich nicht davor, auch die Crates und sowas alles genau jawohl anzugucken. Hier links unten vielleicht bei den Füßen links. Links? Nein, auf der anderen Seite, das andere Regal. Da links, genau das links. Nee, nicht ganz hier links, rechts. Genau hier, hier auf der, in der Kante unten an den Füßen von dem Regal. Nein. Reingehen. Hier unten am Fuß ja, vom Regal, so, dachte ich, so daneben vielleicht, oder? Immer zuerst bei den Fässern. Und okay, nicht hier links, rechts, links. Bei den Fässern. Naja, wenn du in die Mitte des Ganges runterguckst und ich sag links und du nach rechts schwenkst, ja, dann ist da schon fundamental was falsch. Ja, weil die Ansagen brauchen halt einen Moment, bis sie ankommen. Dann bin ich schon wieder woanders. Und dann ist natürlich klar, dass ich nicht mehr schaffe. Sind doch gleich mit der Folge durch, noch nicht schlafen. Ja, ich schlafe auch gar nicht. Ich kann doch gar nicht schlafen. Ich war schon verloren. Ey, ich habe die Nacht echt fast gar nicht gepennt. Das habe ich gesehen. Du warst irgendwie um 4 Uhr zuerst bei WhatsApp wach und dann warst du aber, als ich um 10 Uhr aufgestanden bin, schon Bloons spielen. Hey, also in WhatsApp war ich eigentlich gar nicht wirklich aktiv. Ja, aber da stand da trotzdem das. Das zeigt mich ständig als online an. Ja, aber da stand halt, dass du nach 4 Uhr wach zuerst warst. Ja. Also. Okay. Was wie nichts Neues. Unexpected, though. Oh, who? Ren. John. A man. I met in Hong Kong, named Ren. A man named Ren. Huh? Is he a friend of yours? Not exactly. I keep my guard up when he's around. So he's a bad guy? Yeah. Actually, he is. Actually. But we can trust him? Well, yeah. We just have to watch our backs is all. Okay. Ja, sie so, das klingt alles sehr komisch. Wir können ihm vertrauen, aber man muss sich trotzdem umsehen und... Okay. Hä? Hey, Rio, ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Oh, dann, Wir vertrauen einfach jedem. Keine Sorge. Ja. Scheinbar, keine Sorge, scheinbar. Actually. Ruf mal jemanden an. Na, rufen wir doch Ren an. Wie viel Zeit haben wir? Ah, wir haben noch 11 Minuten. Können wir ja noch ein bisschen was schaffen hier. Eigentlich ja, dann rufe ich jetzt keinen an, sondern... I should call it quits for today. Können wir zumindest, weiß ich nicht. Die letzten Showboots sind... Naja, wir können zumindest den Dings-Shop schon mal einlösen. Also wenn wir jetzt alle Showboot-Chans finden würden in dieser Aufnahme, kann ich halt zwischendrin sämtliche Moves hoch trainieren. Oh, das wäre so. Und dann wären wir mit der Angriffsstärke
eigentlich auf Max eventuell sogar, wenn wir ja alle Moves haben. Leute, das ist der Pudding, versteht ihr? Das Pudding, der durch unsere Finger rennt. Ja, richtig, deliziös. Ja. Mit Sahne oben, Dani mit Sahne von Danone. Sahne, den kompletten Pudding auf meinen eigenen Pudding oben drauf gekippt. Auf den Pudding? Ja, den Pudding, den ich in der Hand habe, kommst du mit deiner Dani-Sahne-Pudding und kippst den einfach den Becher oben auf meinen Pudding drauf. Und weißt du was? Was? Dann noch ein Giga-Pudding. Boah, oh, den gibst du nochmal oben drauf. Der war einfach plotsch aus der Packung raus und der ganze Pudding, den wir vorher aus Dani sahen und meinem eigenen Pudding in meiner Hand zusammengemischt haben, schmettert einfach nur durch die Wohnung und der Giga-Pudding lacht und lacht und lacht. Es ist einfach nur unfassbar. Was labern wir hier? Ich hab keine Ahnung. Ich lass auch die Äpfel liegen. Ich hab keine Zeit für Äpfel. Wir müssen jetzt sofort anschauen. Keine Zeit für Äpfel. Denn ihr seid mal Pilze. Oh Gott. Aus dem Forst. Oh Gott. Okay. Hey, you. Sie könnte Raketen abschießen aus ihren Wollsicken. Was? Aus ihren Wickeldingern da. Aus ihren Wollsicken. Ah, thank you. Oh Gott. Ja, Leute, wir erleben gerade die letzten Meter. Wir haben den Punkt erreicht, wo es zu viel wird. Ja. Ihr lebt die letzten Meter. Ihre Lockenwickler. Lockenwickler, danke, das habe ich doch gesagt. Yeah, Lockwicken oder nicht, nee, was habe ich gesagt? Wollen. Wollsicken. Wollsicken oder sowas. Mann, ich dachte, du meinst jetzt ihre Volldicken. Nein, darüber reden wir gar nicht. Oh, shit. Okay. Heute keine Stapelgabeln, sondern... Nee, wir müssen die Zeit gut machen. Ich muss Chupu-Chans finden. Okay, lass mich überlegen. Erstmal Pornshop, damit wir gucken können, wer fehlt uns jetzt noch. Genau, weil wir haben jetzt so... Also der Liquor Store auf jeden Fall. Ja. Und da war noch ein anderer Laden, wo wir den Namen noch finden müssten. Irgendwas Super Blessing oder so. Ja, irgendwas in die Richtung. Irgendwas Blessing Garden oder so. Oder Blossom... Blossom Buttercup. Blossom Gott. Oh Gott. Oh, das war sehr chaotisch, aber lustig. Für uns zumindest. Für uns beide Gagalisen. Irgendwann hat man diese Sollbruchstelle. An dem Punkt ist irgendwie alles lustig, obwohl es nicht lustig ist. Das ist dann einfach, dann lacht man einfach nur noch. Ich weiß nicht, kannst du bei ihm auch, obwohl wir den Bodenkick schon hatten, den eintauschen? Oh, die Rückhandfaust! Die Rückhandfaust, Mann! Ich weiß nicht, wozu? Um die Karten loszuwerden, weiß ich doch nicht. Ich frag mich einfach nur. Das ist alles. Theoretisch, ja. Und jetzt brauchten wir den für den anderen. Für den anderen Pornshop. Ob. Nein, der Quatsch. Nee, geh mal nach rechts. Ein Move hatten wir ja noch. Ja. Der hat zwei der Moves, okay. Rückhand, so, das ist hier. Nee, wow, Souvenirshop. Blossom. Ja, das ist der genau, wo wir den nicht gefunden haben, oben, beim Tempel. Okay. Und dann noch einer. Der unten links. Dieser hier. Das ist Liga Heaven. Der Liga Heaven, ja, genau. Quasi voneinander, ne? Ja. Wie bei dem Blossom Dion, den haben wir nicht gefunden. Ja, wir sind doch da hochgegangen, wo der Tempel ist. Ich hab das schon wieder voll vergessen, ey. Das Lachen hat mir gerade... Und wir sind bei beiden rein und haben bei beiden nichts gefunden. Dann sind wir in einen Land nochmal reingegangen und haben den gefunden in den Glocken, wo ich doch gesagt habe, ich habe immer in den Hupen geschaut. Ah ja. Daran erinnere ich mich. Oh, du meinst den mit den Büsten und sowas. Ist das der? Nee, das ist nicht der Hutladen. Hatten wir den gefunden? Nee. Dann war, aber anscheinend ist da keiner für... Der ist kein wichtiger anscheinend. Genau wie der Gitarrenladen anscheinend kein wichtiger ist. Oder wir brauchen den nicht dafür? Ich weiß es nicht. So, wir können uns jetzt entscheiden. Das ist wirklich sehr interessant. Das sind wahrscheinlich nicht... Gibt es wirklich vielleicht noch einen Pornshop, wo man noch mehr abgeben kann? Es gibt noch ein paar Pornshops. Vielleicht haben andere. Oh vielleicht Gott. Vielleicht haben wir gerade drei Karten völlig in den Wind geschissen. Nein, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber schon. Weil wir hatten uns halt irgendwie ein oder zwei Moves gekauft und deswegen konnten wir den noch eintauschen, das ist alles. So, hier ist der Laden Blossom Direct. Oh und ja, hier ist die stimmt. Frau mit dem Ding im Haar. Da ja, stimmt. Ich mich nämlich. Und jetzt müssen wir hier nur noch Chobo-chan finden, Leute. Das ist wieder so. Wir haben noch ungefähr 9 Minuten Zeit ungefähr, um Chobo-chan zu finden. Hier und in dem anderen Laden. Und dann können wir so richtig abschmatzen. Und was das heißt, das sollte euch wohl klar sein. Extra Bruder. So. Panda, Bärde, yeah. Hedgehog.
Ah, ah, da oben! Da oben in dem Bild. Oh, da habe ich doch aber geguckt. Ja, wir haben überall geguckt, aber dieser Feind, der versteckt sich in allen Winkeln. Egal, wir haben ihn. Die Kinder. Bam! Okay. Egal, den haben wir. Fersentritt. Jawohl. Habt ihr mal einen Tornado-Kick gesehen? Ich renne da schneller, weil ich die Kontrolle habe. Ich sag's dir, den Liquor-Store finden wir jetzt auch so schnell einfach. Stimmt, wir gehen einfach rein und bam! Bam! So richtig aggressiv, Alter. Es geht. So nicht so aggressiv. Und dann können wir ja in dieses Safe Shenmue-Gebäude vielleicht mal reinschauen, weil... Boah, hier draußen vielleicht. Hier draußen, Hydration, Chubo-chan, Nation. Ja, Hydration hast du im Liquor-Store definitiv nicht, weil Alkohol dehydriert. Es ist zwar eine Flüssigkeit, die man trinken kann, aber es hydriert deswegen nicht, genau, Kinder. Genau, Hustensaft. Ja, das hydriert bestimmt auch nicht. Weiß ich nicht. Das gilt nicht als Hydration. Nein, trink Wasser. Trink Wasser. Trink einen Hustensaft. Okay. Aber es heißt auch immer, Medizin, die schmeckt, die wirkt nicht. Aber die, die nicht schmeckt, wirkt. So wurde mir das jedenfalls immer gesagt. Macht dein Essen, was einem nicht schmeckt, satter? Naja, du hörst auf jeden Fall schneller auf zu essen. Ja, okay, also macht Essen, das nicht schmeckt, dünner. Quasi? Naja, im Endeffekt, weil du dann vielleicht auch weniger oder weniger schnell davon isst, weil es halt nicht so lecker ist. Ja, kommt die Sättigung eher. Genau, also richtig. Eher, also halt, ne? Das ist halt, deswegen esse ich meistens nicht so viel, weil ich so langsam esse. Ja. Also wirklich mir, der letzte Freund meiner Mutter, der hat mir sogar gesagt irgendwie, dass ich vielleicht mal ein bisschen wieder schneller essen sollte und sowas alles. Und dann habe ich mir das ein bisschen mehr angewöhnt, vielleicht ein bisschen schneller zu essen als früher. Weil ich war als Jugendlicher habe ich wirklich langsam gegessen. Deswegen bin ich auch immer noch heutzutage eine schlankoide Person. Moment. Das wäre so total toll. Das wäre so total toll. Toll, mich nicht. Ich hab's gerade sehr schwer. Ich fand das lustig. Na gut. Wirklich, ja, da denke ich auch immer, dass einer so dahinter sitzt, ja, und so vorguckt oder so. Dann, found you. Hier draußen kann er ja nicht sein, oder? Das kann man ja nicht mehr als Ladenteil ansehen, oder? Das wäre voll. Ja, wenn der so hier hinterm Fass sitzt, Alter, den kotze ich. Wow. Wir den einfach voll übersehen. Hey, Mister. Do you wanna wrestle? How do I get to Hua Shao Temple? Was? Just follow this road right here. Okay. Anscheinend müssen wir als nächstes zum Tempel. Warum? Für die Story. Aber wir haben doch mit Shenhua nur drüber geredet, dass wir Ren getroffen haben und dann, ich geh wieder ins Bett. Ja, und, aber aus irgendwelchen Gründen wissen wir, weiß der Mann nichts von all dem und weiß aber, wo es weitergeht. Keine Ahnung. Oh, wo ist denn Chubu-chan? Bei der Kasse? Da oben! Ah ne, das ist nur, ich dachte jetzt da links oben, ja, das Ding jetzt, das Rote, ich dachte gerade, da ist er. Oh mein Gott, das tut da mir oben. Leid. Ja, meine Stimme kackt langsam ab. Die Panik war wundervoll. Oh, wäre das schön gewesen, wenn wir ihn jetzt einfach auf die billigste, das heißt die billigste Art und Weise, aber einfach da oben. Auf die billigste Art und Weise. Wäre schlimm gewesen, wenn wir ihn finden, weil du ihn gefunden hast. So. Das wäre das Billigste, wenn du ihn auch noch finden würdest. Hinterm Schild. Ja, wahrscheinlich. Oh, what's that behind the Schnapshimmel? Schnapshimmel. Oh, Schnapshimmel. Ich will nur das Schild gucken. Oh, Flusch. Ich sehe ihn. Das wäre ja, das wäre es jetzt gewesen. Oh, nee, ich will jetzt beenden, glaube ich. Dann haben wir halt Pech gehabt mit Chubu-chan. Oh. Ja, aber soll ich jetzt ewig weitersuchen? Ja. Okay, ich geh nochmal rein und such Chubu-chan. Die überlange Wurst der letzten Chubu-chan-Folge. Oh, was willst du tun? Oh. Schneiden. Okay, das ist natürlich immer gut. Wir schneiden durch den ganzen Laden durch und finden Chubu-chan irgendwo in der Mitte. Und wir sind so in der Ding so. Na, 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 na. So denkt er. Ja. Das ist der verknackte kleine Chobi. Ich gucke jetzt Chobi. Was soll ich sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Wir haben, glaube ich, sämtliche Worte, die in unserem Wortschatz vorhanden sind, während dieser Session gesagt. Ja. Turbo-Nippel. Was? Jetzt haben wir alle gesagt. Oh nein, wir Bobs und Veganer haben wir noch nicht gesagt.
Wops and Veganer? Wops and Veganer. Okay. Whatever will it be? Set the fuck down, T-Series. I'm gonna spill the reality. Das war der Song, den PewDiePie gegen T-Series gemacht hat, als es darum ging, wer jetzt auf YouTube Nummer 1 wird. Okay. T-Series. Genau, und die sind jetzt halt die Nummer 1 auf YouTube, glaube ich immer noch. Du hättest erstmal warten sollen, bis das im Game-Bereich ist. Ja, das war voll dumm von mir. Es waren nur Äpfel, wir kriegen sowieso 10.038.512. Das sind eine Menge Äpfel. Ja. Und ja, du hast recht, ich habe ein kleines Problem mit Bloons. Das ist auch so wieder so ein Spiel, wo man sich reinhängen kann und ewig spielt einfach. Oh. Es ist halt ein Tower-Defense-Spiel und du hast halt so viele Maps und so. Ja, und mein Completionist-Sinn sagt mir, Spiel. Oh, ich muss mir echt danach erstmal Salbei-Tee machen. Salbei. Salbei. Provoziert jetzt auch noch. Salbei. And all I ever knew. Ich esse einen Schuh. Schuh, Schuh, Schuh. Schuhpacken. Soll ich hier bei dem Dings vorne gucken? Hier ist auch noch ein Pornshop. Kannst du machen? Meinst du jetzt, ob der noch andere Moves für uns ja, hat? Ja, quasi. Wenn es ein anderer Pornshop ist, klar, wenn wir da reinkommen. Ja, wir kommen, schau mal rein. nix damit von wegen, wir gucken noch in das Safe Shenmue-Gebäude. Das ist für eine Aufnahme. Wir sind noch in der Aufnahme. Naja. Na, ich schneide halt viel. Ja. Es ist toll, danke. So. Ja. Laden Katten. Sieht noch nach denselben aus. Sieht aus wie die, ja, halt keine anderen. Aber eine konnten wir doch noch, genau, ja, die gedrehte Rückhand. Es ist nur der Liquor Store, der uns noch halt fehlt. Liquor Store. Liquor. Oh, was ist denn hier? Der Schnapshimmel. Der Schnapshimmel. Das heißt, gibt die Karte Auskunft über die Position von Chobu-chan? Nein. Chobu-chan sitzt leider nicht riesig auf dem Tresen. Das wäre es ja gewesen, ja. Aber ich habe mir auch gerade die anderen Karten nochmal angeguckt, aber nee, nicht wirklich, nee. Das wäre es aber gewesen, ja. Ist auch cool, dass wir uns die Karte angucken können, obwohl wir sie noch nicht haben. Ja, der hat wahrscheinlich eine Kopie davon. Schon ziemlich nice. Die einfach klauen. Wir kennen einen Dieb, der könnte uns die Karte besorgen. Yeah. Rennen! Aber weißt du, was ich mir jetzt erstmal besorge? Ein Kamillentee, genau, ein Salbei-Tee. Und ihr könnt mir jetzt einen Daumen hoch da lassen und dann beenden wir endlich diese Folge. Diese viel zu lange Aufnahme für diese eine Chobu-chan-Figur. Ja. Yeah. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Shenmue 3. Und dann geht's definitiv weiter mit der Story. Ich trainiere in der Zwischenzeit alle Moves hoch, die wir gefunden haben. Und dann sind wir vielleicht sogar komplett mit dem Kung-Fu ausgemaxt. Und dann können wir auch noch viele andere Sachen machen. Das alles und mehr dann beim nächsten Mal. Ich bin der Failord, das war der Captain und tschüss, bis dann. Macht's gut, das war's mit mir.